Oh mein Gott. Ja, nicht viel Schaden, aber nervig ist es. Und haben dafür, dass es Geister sind, ja doch einiges dabei. Die Bücher will ich schon, das lohnt sich hier wirklich. Naja, gut. So, sind wir zu zweit. Brauchen wir zwar nicht, aber... Ah, nee, warte mal. Nein. Nein, da lang. Ja, ist ja gut, ich komme. Ja, die Bücher will ich schon noch haben. So. Ich glaube, ich spiele mal diese Folge weiter, damit sie es ein bisschen übereinnimmt, bis zum Disconnect. Der müsste bald wieder kommen. Schön. Das heißt also, wenn jetzt hier gleich der Disconnect kommt, dann... Ja, komm. Oh Gott, das lohnt sich ja wirklich. Naja, jetzt wird es langsam weniger. Und runter. Ja, wo müssen wir denn hin? Hier hin. So. Ach Gott, ja. Ja, das wollte ich ja gar nicht. Jetzt hör mal auf. Okay, ich warte jetzt vielleicht mal ein bisschen. Das könnte es sein. Nein, das kann es auch nicht sein, oder? Teilweise Verträge, nein. Das könnte es sein. Mm-hmm.
das nicht da lang? Nein. Das ist da. Ah, ne, gut. Es sind jetzt andere. Mhm. Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen Zeit verschwendet, aber es war mir auch nicht ganz klar. So. So, das war ein Kampfbericht. Nein. Gibt es immer eine? Nein. Oh. Ach komm. Und noch ein verfluchtes Buch, okay. Aha, das ist es nicht. Warte. Beide über Minotauren, ja gut. Das ist wohl. Das ist es. Jawohl. Hallo, kommst du vielleicht mal? Dankeschön. Sehr schön. Verhaltet euch leise, noch die Toten. Ich bin frei. Endlich. Wartet. Hm? Wo bin ich? Ja, ich erinnere mich wieder. Diese Kreatur, man nennt sie die Illuminierte. Richtig. Sie nährt sich von Geschichten, über Spannungen und dramatische Ereignisse. Je aufregender, desto besser. Mhm. Ich fürchte, dieses ganze Gekämpfe und Herumgejage und die viele Angst haben sie nur noch stärker gemacht. Ja.
Sie ist mächtig genug geworden, um sich als stoffliches Wesen zu manifestieren. Das macht sie noch gefährlicher. Aber es verschafft uns auch eine Gelegenheit, gegen sie zu kämpfen. Wenn ihr sie stellt und sie gefügig prügelt, wird sie keine andere Wahl haben, als in das Illuminus zurückzukehren. Mach ich. Ja. Nicht zurück. Das könnt ihr nicht tun. Mein Meisterwerk. Mhm. Und wo ist sie? Na? Ja, kommt jetzt vielleicht noch jemand, der mir hilft? Nein. Und nun? Na? Okay. Hallo? Na? Hallo? Was guckst denn du so verballert, hm? Meine Katze. Weißt du, wenn man sich auf den Disconnect verlässt, dann kommt er nicht, ne? Irgendwas? Dem Göttlichen sei Dank. Ah. Wisst ihr, Gladia hat endlich das Rätsel gelöst, weshalb ich verschont wurde. Die Illuminierte fand mich zu langweilig. Stell sich das mal einer vor. Ich schätze, gelegentlich zahlt es sich eben doch aus, ein wenig fad zu sein. Und so starke Verbündete zu haben wie euch. Passt auf euch auf, Keruval. Mhm. Tja. Das war doch schön, oder? So. Mhm. Gut. So, wie geht's weiter? Betretet die Schar? Nein, hallo? Es ist aber gut, Summersend. Wo bin ich denn jetzt gerade? Der Turmwächter. Die Landrille. Ja. Oder? Hm. Und hier, das war das mit den Kampf der Kulturen. Da wollten wir hin. Mhm. Karte. So, ich bin da. Okay. Jetzt muss ich ja doch schon wieder schneiden, ne? Naja. Wir haben... Wie spät ist es jetzt? Ja. Das passt genau. Um 10 mache ich dann eine kleine Pause. Da ein ne, Quatsch, Karte. Ach komm, ne, es gibt jetzt keine Himmelscharten. Die können wir irgendwann mal offline machen, zusätzlich mit den, weil also irgendwelche Gewölbe, na, das muss ich nicht aufnehmen. Vielleicht streamen, aber auf gar keinen Fall aufnehmen. Weil Story ist da nicht viel zu finden. Los, Salamander. Mhm. Ist da nicht doch der... Ja, das ist beides dort. Gut. Das ist gut. Das heißt also, wir kommen mit Hilfe einer Nebenquest zur Hauptquest. Super. Genau das wollte ich. Dass ich keine Wegetreiber machen muss. Ne?
Ja. Das ist normal. Oh, wunderschön. Und es führt uns zu diesem mir doch so lieben Wegschrein. Recht weitläufig. Ja. Ehrlich gesagt glaube ich, dass sie etwas Übereiltes vorhat. Vielleicht greift... noch ein Neuankömmling. Ja, reizend. Ich weiß. Was genau kann ich denn für euch tun? Keine Ahnung, meine Katze miaut. So. Was für scharfe Ohren ihr doch habt. Ihr habt von da drüben gehört, was wir hier unter uns besprochen haben. Ja, klar. Beeindruckend. Vielleicht könnte uns eure Neugier noch von Nutzen sein. Ein Neuankömmling, wie ihr einer seid, sorgt hier in Lelandril für Ärger. Ein Mitglied der Magiergilde hat einen Sapjarchen ermordet, aber nun wehrt sich die Freundin des Mörders gegen das Urteil. Und zwar sehr laut. Könntet ihr versuchen, sie zur Besinnung zu bringen? Vielleicht hört sie eher auf einen anderen Gast. Ihr findet sie vor der Kriegergilde. Ja, ich gucke. Das machen wir jetzt aber nicht, nein. Sondern wir... werden jetzt Kampf der Kulturen fertig machen. Mein Gott. Ihr lasst ja gar nichts anbrennen. Nein. Auf den Sommersendinseln hört man überall den Namen Wallastee. Ich bin stolz, dass seine Schwester auf Augen so weit. Ja, das ist richtig. Und ich habe geholfen. Wow, das ist ja geil gemacht, ne? So, hier haben wir ihn. Manchmal wünsche ich mir, die Verbrecher und Gesetzlosen würden mal einen Feiertag einlegen. Dann kämen wir Offiziere von der göttlichen Strafbehörde mal mit unserem Papierkram nach. Braucht ihr etwas, Neuankömmling? Ein Echtheitszertifikat für einen Nordbotschafter? Ja. Das ist eine höchst ungewöhnliche Bitte, wenn man bedenkt, dass sie von einem Außenstehenden kommt. Die göttliche Strafbehörde braucht Wochen und manchmal sogar Monate, um diplomatische Legitimationen ordentlich zu prüfen. Ja. Windilven, sie liebt es, mit Gefallen Handel zu treiben. Nun gut, aus dem Alinor-Palast wurden ein Kelch und eine Schüssel gestohlen. Genau. Lieblingsgegenstände der Königin, wie man mir sagte. Holt diese Gegenstände zurück und ich lasse mich womöglich dazu überreden, Rigurd ein Echtheitszertifikat auszustellen. Gut, wer? Ahnungen? Mehr als genug. Beweise? Nichts, was vor Gericht Bestand hätte. Noch nicht jedenfalls. Aber die Wiederbeschaffung der Gegenstände beschäftigt mich mehr. Diebesgut findet in der Regel seinen Weg zu den Piraten in Korallwasten. An eurer Stelle würde ich meine Suche dort beginnen. Machen wir. Aber ich rede noch mit Vivien. Bleibt stark, Emil. Ich hole euch da raus. Ihr seid ein Mitglied der Magiergilde, oder nicht? Bitte, ihr müsst mir helfen. Die Sapjarchen beschuldigen einen der unseren... meinen besten Freund, eines Mordes, den er nicht begangen hat. Die wollen nicht einmal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er unschuldig ist. Also, ich helfe dir gern, aber das mit deinem besten Freund, komm, der will doch was von dir, oder? Sei doch ehrlich, du kämpfst für ihn, ja, aber weil es dein bester Freund ist, hör mal auf, Friendzone ist echt out. Wenn du später mit ihm in die Kiste hüpfst und vielleicht sogar Kinder und, ne? Gut. Einen anderen Sapjarchen namens Haladan. Emil erreichte die Tore von Lilandril mit Haladans Leiche in den Arm und gestand das Verbrechen. Aber er schien unter Schock zu stehen. Er war verwirrt. Ich kenne Emil besser als jeder andere. Er ist zu so etwas nicht in der Lage. Ich schwöre es. Zöpfe. Es ist also schon sehr süß. Um Maras Willen, er ist doch Pazifist. Die Ermittlungen der Sapjarchen waren ein Witz. Sie nahmen Emil einfach beim Wort und verurteilten ihn. Natürlich hat die örtliche Gildenmagistra sie wie immer einfach machen lassen. Feige Kröte. Bitte. Ich brauche eure Hilfe. Oh, Katze. Ja. Die Sapjarchen meinen, dass Emil den Mord an Haladan gestanden hat. Aber er würde niemals jemanden ermorden. Er hat Haladan geliebt. Ich weiß nicht, ob er verwirrt oder orientierungslos ist,
Aber ich weiß, dass er so etwas nicht tun würde. Bitte, sprecht mit Emil. Überzeugt ihn, sein Geständnis zurückzuziehen. Jetzt wird's interessant. Na? Emil und ich sind beide Mitglieder des Kapitels der Magiergilde hier in Lilandril. Noch dazu Schüler von Calavende, der leitenden Diplomatin der Gilde. Was unsere Beziehung angeht, Emil ist mein bester Freund. Das ist er schon, seit wir Windeln trugen. Das hilft gar nichts. Guck mal, wie sie guckt, hä? Ich weiß nicht, ob er irgendwem zuhört, aber ich habe keine Wahl. Die Sapjarchen und die Magiergilde betrachten die Sache als abgeschlossen und sie haben mir verboten, noch weiter mit Emil zu sprechen. Niemand hat euch verboten, mit ihm zu sprechen. Ihr kommt noch an ihn heran. Was mit Halladan? Er und Emil standen sich sehr nahe. Wenn ihr mich vor dieser Sache gefragt hättet, hätte ich gewettet, dass einer von den beiden schon nach einem Ring von Mara Ausschau hält. Sie hatten gemeinsame Interessen, aber vor allem hatten sie gemeinsame Werte. Ihr Götter, was für eine Tragödie. Okay, also er ist dann schwul, ja? Wiederherstellungsmagie, Schutzzauber gegen Krankheiten und Flüche, solche Sachen. Sie erforschten Wege, um Lykanthropie, Vampirismus und ähnliche Krankheiten einzudämmen. Versteht ihr? Der Emil, den ich kannte, hatte sein Leben dem Heilen verschrieben und nicht dem Morden. Ja gut, also dann doch keine Friendzone. Auf keinen Fall. Emil ist sanft wie ein Lamm und Halladan hatte nicht den Hauch von Hinterlist. Die Spannung zwischen der Gilde und den Sapjarchen lag beiden auf der Seele, aber nicht so sehr, dass es sie auseinandergetrieben hätte. Wie ich schon sagte, Emil ist unschuldig. Was die Sapjarchen sind, weiß ich so. So, das ist die Hauptquest. So, mal schauen, wo könnten wir denn hin? Ach, wir gehen jetzt mal nach Emil suchen. Was? Noch 8 Minuten, dann kümmere ich mich um die Katze. Die maunzt, als hätte sie was. Sie hat nichts. Ich habe weder euch noch sonst irgendwem etwas zu sagen. Bitte geht. Ja. Sie irrt sich. Was? Nein, nein, nein. Die haben bereits eine Ermittlung durchgeführt. Ich habe Halladan ermordet. Ich war es. Warum mischt ihr euch in Sachen ein, die euch nichts angehen? Tja. Ich habe einen Sapiyaschen ermordet. Ich übernehme die Verantwortung und die Strafe dafür. Verschwindet. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das bringt nicht viel. Ihr da. Warum verhört ihr Emil? Ich bin Calavende, leitende Diplomatin der Magiergilde. Ich entschuldige mich für meinen Ton. Das war eine sehr anstrengende Zeit. Die Sapjarchen erachten diese Sache als abgeschlossen, wisst ihr? Was genau macht ihr? Wer schickt euch? Unsere Interessen könnten zusammenfallen. Vivien, hör zu. Ich habe auch etwas Merkwürdiges aufgedeckt. Die Sapjarchen haben mir ein direktes Eingreifen sehr schwer gemacht. Vielleicht könnt ihr helfen. Emil hat vor dem Mord einen zwielichtigen Händler namens Galidor getroffen. Sagt mir das was? Das passt überhaupt nicht zu ihm. Ich bin hier, um genau das herauszufinden. Doch anscheinend will Emil nicht reden. Galidor ist unter den Schmugglern und Dieben Lilandrils bestens vernetzt. Wenn ihr in Erfahrung bringt, was Emil von Galidor gekauft hat, gewinnen wir vielleicht ein paar Einblicke in den Mord an Halladan. Galidor verwahrt sein Hauptbuch in einer der größeren Suiten seines Gasthauses. Leider hat er das Buch mit einem Zauber belegt, der es unmöglich macht, es ohne den richtigen Schlüsselsatz zu lesen. Wenn ihr herausfindet, wie der Schlüsselsatz lautet, solltet ihr erfahren können, was Emil gekauft hat. Meine Kontakte haben mir verraten, dass Galidor auf Geschäftsreise ist. Wer weiß schon, welcher Art diese Geschäftsreise sein soll. Niemand wird euch angehen, wenn ihr eure Untersuchung durchführt. Seid aber vorsichtig. Nachdem die Sapjarchen es verboten haben, darf nicht herauskommen, dass die Magiergilde in dieser Sache ermittelt. Ja, die Wache, die Emil gefunden hat. Milerond. Die Sapjarchen haben ihn zum Riazen erklärt. Zu einem Schlüsselzeugen. Jedem, der eine enge Beziehung zu Emil hat, ist es untersagt, mit ihm zu sprechen. Doch für euch gilt das nicht. Ich finde heraus, wo sie Milerond versteckt haben. Ihr geht Galidor nach. Okay, na, den Rest höre ich mir jetzt nicht an. Sondern... Hm.
So, komm, dann machen wir erstmal das. Mord in Lilan drin. Das ist jetzt erstmal interessanter. Bis ich dann wieder zur Hauptquest komme. Aber das macht ja nichts. Wir müssen die Hauptquest ja nicht durchziehen. Wenn wir das so als eigenes Rollenspiel sehen. Ja. Tiefer. Da, ja. Mhm. Reiten. Mhm. Zum gescheiten Gesöff. Da geht's einfach weiter. Sag doch was. Hand, doch es war um sie geschehen. Am Ufer sitz ich heute noch, starr auf das Meer hinaus. Hoff, dass mich ihr Lächeln trifft aus kalter See heraus. Geil. Was die sich eine Mühe machen mit dem Spiel. Böses. Zwei. Ein böses. Zwei. Geld. Ach. Unfug für Geld. Ja. Emil. Alchemistischen Spitzen. Gut. La. Und jetzt, wo wir das haben? Psst, gibt's ja, hier drüben. Ich weiß. Mit dir reden wir noch? Ich gehe davon aus, ihr hattet Erfolg. Meine eigenen Erkundigungen waren sehr fruchtbar. Ich habe erfahren, in welche Richtung die nächsten Schritte dieser Untersuchung gehen müssen. Aber wartet, ich verhaspele mich. Habt ihr es geschafft, Galidors Schutzzauber aufzuheben? Mhm. Was habt ihr gefunden? Ganz ehrlich? Was sollte Emil mit Schafsblut wollen? Und Spritzen?
Ich würde von Blutmagie oder einer alchemistischen Sucht ausgehen, wenn ich Emil nicht kennen würde. Hm. Er hat nichts Verbotenes gekauft. Wahrscheinlich hat er nur bei Galidor gekauft, um das geheim zu halten. Ja. Ich werde herauszufinden versuchen, was Emil mit diesen Dingen wollte. Mittlerweile habe ich die Wache gefunden, die Emil festgenommen hat. Milerond. Es ist mir untersagt, mit ihm zu sprechen. Aber für euch gilt das nicht. Geben. Die Sapiarchen haben Milerond an den Hafen von Lilandriel versetzt. Findet heraus, was er weiß. Okay. So, wir machen eine Aufnahmepause.